Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Liebenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Da muss ich gerade mal reinschauen, was haben wir denn heute auf dem Plan? Heute haben wir auf dem Plan das Thema für die Ladies over 50, über 50, Damen über 50. Da taucht sehr oft die Frage auf, wie hoch bzw. wie viel Körperfett kann ich reduzieren? In welcher Zeit? Ich habe jetzt angefangen mit Sport. Bin jetzt eingestiegen, habe es endlich verstanden, dass ich was tun muss für meinen Körper, für meine Gesundheit, für meine Fitness. So, und jetzt möchte ich aber unbedingt wissen, wie hoch bzw. welche Menge Fett kann ich abbauen? In welcher Zeit? In 6, 8 oder 10 oder 12 Wochen? Muss man auch fixieren, ne? In welcher Zeit? Ja, spannende Frage, aber eine relativ einfache Antwort. So, fangen wir mal von ganz klein an. Ganz unten, erste Stufe. So, wie hoch ist deine Körperfettreduktion in Zeit X? Davon abhängig ist, erstens mal, wie häufig bewegst du dich? Du hast in der Regel einen Mann zu Hause, Kinder zu Hause. Du hast auch in der Regel sogar noch eine mindestens Halbtagsarbeit, so Arbeit, so ist heute die Struktur bei Damen, vielleicht sogar einen Ganztagesjob, weil die Kinder schon ein bisschen aus dem Haus sind. So, jetzt hast du in der Woche dreimal Zeit, Sport zu tun. Zwischen 45 und 60 Minuten schaffst du es, einigermaßen stressfrei deinen Sport zu planen. Wie viel Kalorien? Ganz einfach, jetzt passt mal auf. Frauen haben nicht ganz so viel Muskelmasse wie Männer. Das heißt, ihr schafft es so in einer Stunde, wenn ihr jetzt noch keine Profis seid, je nachdem, was für einen Trainingsplan ihr habt, wie gut der strukturiert ist und wie hart ihr mit euch selbst seid, 300, 350, 400 Kalorien schafft ihr, wenn alles gut läuft, in einer Stunde zu verarbeiten. Jetzt fangen wir an zu rechnen. Drei Trainingstage in der Woche, 400 Kalorien sind ca. 1200 Kalorien. 1200 Kalorien, das ist nicht viel, ne? Weil ein Kilo körpereigenes Fett hat 7000 und ein paar verquetschte Kalorien. So könnt ihr euch vorstellen, tja, da passiert nicht viel mit 1200 Kalorien am Tag. Deswegen müssen wir noch ein bisschen anders agieren. Es gehört die Küche mit an Bord, liebe Ladies. Liebe Ladies über 50, bitte jetzt genau und ganz aufmerksam zuhören. Und Achtung, jetzt kommt das Schildchen wie in der Schule. Aufpassen. Ihr habt die Möglichkeit, wenn alles gut läuft, wenn alles sehr, sehr gut läuft, wenn ihr das Ernährungsfall im Griff habt, da könnt ihr langfristig 300, 400, vielleicht sogar 500 Gramm Fett in der Woche verarbeiten, in Anfangszeit. Gegen Schluss wird es ein bisschen weniger. Könnt ihr. Aber wie soll das gehen, wenn ihr nur drei Trainingseinheiten habt? Drei Trainingseinheiten und ihr verarbeitet nur maximal 1200 Kalorien in der Woche. Erinnere euch nochmal dran, 500 Gramm Fett Maximum. 500 Gramm Fett, das sind körpereigenes Fett, das sind 3500 Kalorien. Das ist ja übers Doppelte, was ihr in der Lage seid, durch Sport zu verarbeiten. Wie geht es? Gibt es da ein Geheimrezept? Nein, es gibt kein Geheimrezept, liebe Ladies. Es gibt nur einen Freund, und zwar euren Hausfreund. Nein, nicht der im Schrank. Der nicht, den meine ich nicht. Auch der nicht in den Bettkasten. Sondern die Küche, liebe Ladies. Die Küche muss euren Freund werden. Und da müsst ihr darauf achten, jetzt kommt die wichtigste Aussage heute, nichts essen. Mahlzeiten ausfallen zu lassen, Punkte zu zählen, vergisst es, funktioniert nicht. Das ist zum Scheitern verurteilt. Nochmal, genau, jetzt kommt es wieder, aufpassen. Und zwar, ihr müsst regelmäßig essen. Drei Mahlzeiten, wenn es geht am Tag, vier bis fünf Stunden Zeit von einer Mahlzeit zur anderen lassen. Euch gesund ernähren, euch artgerecht ernähren, bedarfsgerecht ernähren. Nicht runterhungern, Ladies, runter trainieren. So, zu diesem Thema gibt es natürlich noch ein spannendes Video. Das wäre jetzt zu lang. Wir wollen immer nur kurze, knackige Videos haben. Und da gibt es immer eine weiterfolgende Serie, wo ich euch natürlich ein bisschen in die Richtung schiebe, wie man sich anständig ernährt.
Wichtig war, dass ihr wisst, ihr könnt Fett abbauen. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass ihr in die Küche mischt. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass es zwischen 300, 400, 500 Gramm sein können. Bestens am Anfang. Manche sind auch nur bei 200 Gramm. Je nachdem, was ihr für eine Veranlagung habt. Ihr kennt es selber. Es gibt Menschen, die nehmen schnell ab. Es gibt Menschen, die nehmen sehr langsam ab. Es gibt Menschen, die nehmen sehr schnell zu. Und vor allem, jetzt ist ganz wichtig, wie schnell ihr abnimmt oder nicht abnimmt. Da gibt es auch noch einen ganz wichtigen Parameter. Und dieser Parameter ist: Wie habt ihr euren Stoffwechsel in den letzten Jahren behandelt? Habt ihr viele Diäten gemacht? Habt ihr oftmals das Essen ausfallen lassen und gedacht, dadurch reduziert man das Gewicht? Nach der Reduktion, nach der Diät, nach der Kohlsuppendiät, wie sie auch immer heißen, ging das Gewicht wieder nach oben. Wie oft habt ihr das gemacht? Umso häufiger ihr sowas gemacht habt, umso schwieriger kann sich die Gewichtsreduktion in Form von körpereigenem Fett darstellen. Deswegen, liebe Ladies, hört auf zu hungern. Hört auf, Salat zu essen, drei Mahlzeiten am Tag und ordentliche Proteinmahlzeiten, gesundes Fett. Verzichtet auf irgendwelche gesüßte Getränke. Jetzt bin ich schon wieder bei der Ernährungsfrage. Machen wir später. Ihr wolltet wissen, wie ihr Gramm Fett abbauen könnt. Also, jetzt habt ihr gute Infos bekommen, was möglich ist. Und wenn ihr jetzt unten in die Bemerkung was reinschreibt, was ich mir wünsche, gerne wünsche, was ihr noch alles hören möchtet, dann schaue ich, dass ich euren Wünschen gerecht werde. Ihr dürft auch gerne konstruktive Kritik üben. Wenn ich irgendwas gemacht haben sollte, was euch nicht passen sollte, dann bin ich der Mensch, der offen ist für konstruktive Kritik. Das war's, ihr Lieben. Ladies, ich freue mich auf eine rege Konversation und freue mich, bald wieder was von euch zu sehen. Bis dahin, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Lady Fitness Over 50, meine Aufgabe.